Hallo! Super viele haben mir nach meinem letzten Video geschrieben, dass ich doch unbedingt das Paket, was ich von Essence bekommen habe, mit dem kompletten neuen Sortiment unbedingt testen soll. Und deswegen machen wir das. Wow! Im letzten Video ist mir schon alles runtergefallen. Also dieses Mal geht es ja gut weiter. Ich bin noch komplett ungeschminkt. Ich habe aber eben mich eingecremt so ein bisschen. Deswegen bin ich auch so ein bisschen rot und fleckig. Irgendwie bin ich da mal ein bisschen zu... anscheinend zu grob, wenn ich mein Gesicht eincreme. Aber das macht nichts, denn wir testen direkt das erste Produkt. Die You Better Work Tinted Day Cream. Da gibt es zwei verschiedene Farben von. Und zwar einmal 10 Light und 20 Medium. Ich glaube, es ist recht einfach, dass ich definitiv Light brauche. Wow, sehr flüssig schon mal. Fällt mir direkt auf. Und dann müsste ich es ja eigentlich ganz normal wie so eine Creme auftragen. Wie so eine BB-Creme. Benutze ich ja eigentlich sonst auch jeden Tag. Riecht schon mal auf jeden Fall ganz gut, muss ich sagen. Ich verteile BB-Creme übrigens auch immer ein bisschen bis zum Hals und hinter die, also bis zu den Ohren und so und halt am Haaransatz, damit das vernünftig eingearbeitet ist und nicht irgendwelche komischen Ränder entstehen. Ich muss sagen, ich sehe im ersten Moment irgendwie gar nichts. Vielleicht brauche ich noch eine zweite Schicht. Also ich bin etwas enttäuscht gerade als erstes, weil die Deckkraft wirklich nicht gut ist. Und es fühlt sich an, als müsste ich mir direkt die Hände waschen. Das ist ein ganz ekliges Gefühl. Also kurzes Fazit würde ich jetzt schon mal nicht empfehlen. Leider... da ist meine BB-Creme von Garnier einfach eine Milliarde mal besser. Aber egal, machen wir mal weiter und zwar mit einem Augenbrauenstift. Da waren auch drei Stück, glaube ich, dran. Ja, genau, drei verschiedene Farben. Ich habe mich jetzt für die mittlere hier entschieden. Eigentlich kenne ich die Augenbrauenstifte ja auch von Essence, aber ich glaube, es gibt jetzt neue. Die Farbe 02 Light Brown testen wir jetzt mal. Light Brown müsste eigentlich passen. Ich mag es nicht, wenn die Augenbrauen zu hell sind. Was ich auch mal gut finde, ist, wenn man den nicht anspitzen muss oder so, den Stift. Okay, was mir direkt auffällt, ist, dass man den Augenbrauenstift super schnell aufbraucht irgendwie. Es ist jetzt schon relativ dunkel für meine Verhältnisse. Aber es geht noch. Aber seht ihr meinen Unterschied? Krass, oder? Was Augenbrauen ausmachen einfach. Und man dreht ihn halt hier hinten einfach dann nach oben. Und man dreht ihn halt einfach hier so nach oben. Das finde ich super. Und die Spitze ist wirklich super, super fein. Okay, also ich musste jetzt schon dreimal nachdrehen, nur beim Auftragen. Von den beiden Seiten und ich glaube, dass man das ziemlich schnell aufbraucht, aber gut, dafür ist der ja auch nicht so teuer. Die Farbe ist vielleicht ein bisschen zu dunkel. Vielleicht wäre das hellere doch besser gewesen, allerdings das hellere wirklich sehr hell. Weiter geht's mit einem Eye Primer, auch You Better Work und da steht immer drauf Gym Proof und Waterproof. Das wäre ja schon mal super, wenn das so ist. Ah ja, was ich schon mal super finde, ist, dass der so ein bisschen getönt ist, also damit... Falls ihr irgendwie so Äderchen auf den Augen habt oder so, könnte ich mir das vorstellen, ebnet er das direkt auch so ein bisschen. Okay, das war jetzt ein bisschen viel. Man spürt auf jeden Fall direkt, dass das so eine Base schafft. Gefällt mir schon mal ganz gut, fühlt sich echt ganz gut an. Macht das so ganz glatt, so ein bisschen wie so ein Primer auch fürs Gesicht. Das ist schon mal schön. Ich lasse das immer gerne ein bisschen antrocknen. Und ich glänze jetzt noch ein bisschen. Deswegen, wenn das antrocknet, testen wir direkt mal das nächste Produkt. Auch wieder aus dieser Reihe. Die Verpackungen sind ja so schwarz-grün. Und ich dachte erst, das wäre deren so Anti-Pickel-Linie. Ist es aber gar nicht. Es ist einfach nur dieses Gym-Proof und Waterproof. Und die haben jetzt hier ein Fixing-Powder, was ich echt ganz cool finde, mit so einem Schwämmchen. Und es ist halt ein durchsichtiges. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich muss ehrlich sagen, dass ich von durchsichtigem Puder normalerweise nicht so viel halte. Weil ich immer finde, dass man davon Pickel kriegt. Und ich weiß, dass es ganz vielen so geht. Und die wissen teilweise gar nicht, dass es daran liegt. Ich weiß nicht, was in durchsichtigen Pudern anderes drin ist, als in halt so farbigen, wenn ihr wisst, was ich meine. Auch das Produkt riecht übrigens genauso wie die BB-Creme. Und ich muss sagen, mir gefällt es direkt auf den ersten Blick ziemlich gut hier. Es macht auf jeden Fall das Gesicht super schön matt, ohne dass man irgendwie eine... der Kraft hat, was ja auch der Sinn der Sache ist von einem transparenten Puder. Auf jeden Fall Fazit zu dem Puder finde ich sehr gut, gefällt mir gut, würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr halt das abkönnt. Wie gesagt, ich würde halt das immer vorher testen, weil es wäre halt ärgerlich, wenn man es nicht abkann und deswegen mal Pickel hat. Machen wir weiter und testen eine der vier Lidschattenpaletten. Also vier Stück waren dabei, richtig, richtig schön und jede Lidschattenpalette hat ein anderes Thema, eine andere Stadt. Ich habe jetzt hier Ola Rio, es gibt aber noch eine mit Paris, eine mit New York und eine mit Sydney. Das hier sind die Farben, ich finde es echt mega, mega schön und was ich schon mal sehr positiv finde, ist, dass da ein Spiegel drin ist. Ihr seht euch, yay! So, ich komme einfach mal ein bisschen dichter und ich denke, ich werde als erstes so einen Goldton hier als Base auftragen aufs gesamte bewegliche Lid. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, wie das pigmentiert ist. Oh, sehr gut. Ich glaube, das sieht man auch direkt, oder? Schön pigmentiert und es krümmelt nicht. Es ist ziemlich gelblich, der Ton. Nicht so, also es ist schon Gold, aber es ist ein sehr gelbes Gold, wenn ihr wisst, was ich für meine. Ich werde jetzt, glaube ich, nochmal diesen Ton daneben, der so ein bisschen weniger gelblich ist, dazu mischen. Aber auch schön glitzernd.
Ja, der macht das Ganze auf jeden Fall ein bisschen neutraler, der gefällt mir auf jeden Fall besser. So schimmert es einfach mega schön auf dem gesamten beweglichen Lid. Einen der matteren Töne hier unten, ich glaube dieses bräunliche hier, in die Lidfalte auftragen, einfach um es ein bisschen abzudunkeln. Das vermischt sich jetzt ein bisschen mit dem Glitzer, aber das sieht echt ganz cool aus, finde ich. Aber Lidschatten von Essence haben sich ja wirklich in den Jahren so krass verbessert. Ich finde, das sieht echt ganz cool aus, gerade auch die Farbkombination. Es ist ja so ein sehr rötliches Braun hier, aber es mag ich. Hier ist halt auch noch so ein schöner lila Ton, ein rötlicher Ton, aber ich finde, das wird einfach ein bisschen zu warm. Und was ich krass finde, ist, dass da sogar ein weißer Ton bei ist. Also weiß hat man ja irgendwie super selten irgendwo bei. Ich will jetzt nochmal hier diesen lila Ton swatchen. Ich bin mal mega gespannt. Wow. 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 Mega, mega, mega gut pigmentiert. Ja, gefällt mir mega gut. Und jetzt fehlt natürlich noch Mascara. Da haben wir auch eine und zwar auch Waterproof und Gymproof, das finde ich ja super. Ich sage ja immer wieder, ich finde es halt schade, dass es so wenig wasserfeste Mascaras gibt. Noch eine zweite Version, das hier ist Length Definition. Genau, die Bürstchen sind ein bisschen unterschiedlich. Ich probiere jetzt aber gerne mal diese hier aus, weil die ist halt, das andere ist so ein Gummibürstchen, ganz gerades. Und das hier ist so eine leicht gebeugte mit so ein bisschen dickeren Borsten. Aber das sieht schon mal gut aus, oder? Okay, was mir auf jeden Fall auffällt, also meine oberen Wimpern sind toll getuscht, sieht echt gut aus. Aber sie ist nicht so, also man müsste jetzt noch länger tuschen als mit meiner normalen Catrice Glam & Doll. Also einfach, man braucht länger dafür, um das gleiche Ergebnis zu erreichen. Ich weiß nicht so genau, woran das liegt, ob da einfach nicht so viel Farbe abkommt oder ob das einfach nicht dicht genug ist hier, die Bürstchen, um alles immer so direkt zu erreichen. Nur, ich hätte jetzt gedacht, dass da irgendwie noch mehr an Farbe so runterkommt. Ja. Da machen wir weiter mit etwas Farbe für die Wangen. Kann ich auch dringend gebrauchen, so wie ich gerade aussehe. Und zwar ein Blushton. Ich finde erstmal die Verpackung mega süß. Also da muss man sagen, Essence, wow. Davon gibt es einen Blush und einen Highlighter. Ich habe mich für den Blush entschieden zum Testen, weil eigentlich sind Highlighter meistens voll gut. Gerade von Essence habe ich schon richtig gute Erfahrungen gemacht. Und der nennt sich My Glow Passion Blush. Und die Farbe ist auf jeden Fall mal interessant. Es ist nicht so dieses typische Babyrosa oder so, sondern es sieht schon ziemlich dunkel und intensiv aus. Ja, bin ich jetzt mal gespannt. Ich gehe jetzt erstmal so mittelmäßig doll rein. Oh, ja, man sieht direkt an meinem Pinsel. Ich habe ein bisschen Angst, gleich so richtig overblush zu sein. Ich sehe nämlich gerade doch nicht so viel, wie ich dachte. Ah ja, jetzt sieht man es ein bisschen. Okay, also man sieht es nicht so krass, wie ich dachte. Rötlicher Ton, ehrlich gesagt. Ich finde, das sieht aus fast wie ein Lidschatten. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Ich sehe einfach eiskalt aus wie ein Clown. Vielleicht kann man es noch retten, wenn ich es verblende ganz dolle. Aber ich finde die Farbe irgendwie komisch. Also nee, no go. Also diese Farbe finde ich komisch. Das, glaube ich, kann nur ganz Leute, also das steht bestimmt nur Leuten, die super, super, super gebräunt sind. Es ist einfach zu braun, zu rot und zu dunkel einfach insgesamt. Ich sehe jetzt schon einfach nicht aus wie ich selber. Also das, finde ich, fällt mir direkt auf. Jetzt sehen die Augenbrauen zwar wieder normal aus, finde ich. Also es passt jetzt eigentlich zum Rest, oder? Also ich finde die Wimpern, wenn die dunkel sind, dann macht es eigentlich so insgesamt Sinn. Aber wir testen jetzt einfach mal noch diese Highlighter-Tropfen hier. Hashtag InstaPerfect, einmal Gold Addiction und Rosé Forever. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir testen auf jeder Seite eins. Wow, das sieht ganz cool aus hier mit diesem Tropfen. Wow, mega flüssig schon mal. Oh Gott, das wird bestimmt mega viel schon sein. Und ich weiß nicht, ob das ein reiben soll oder ein klopfen. Ich finde, bei flüssigen Highlighter frage ich mich ja immer. Wow, auf jeden Fall ist der Effekt schon mal krass. Hammer. Aber bei flüssigem Highlighter frage ich mich immer, soll man das halt auftragen vor dem Puder oder nach dem Puder? Flüssiges auf das Puder tragen? Könnt ihr mir mal schreiben, wie ihr das macht. Ich mache das sonst halt immer mit Puder-Highlighter. Man muss da wirklich sehr sparsam sein. Das mache ich jetzt auf der anderen Seite ein bisschen sparsamer. Hier oben ist halt direkt schon so ein, ja, wie soll man das sagen, ein so ein Tropfen. Und das war das, was ich nur darunter genommen habe. Also eigentlich ist es schon schwer, weniger zu nehmen. Deswegen muss ich das jetzt mal direkt auf der Hand abtupfen. Und trage das jetzt hier auch auf. Seht ihr das? Oh, das gefällt mir besser. Vor allem in Kombination mit dem Blush hier auf der Seite sieht das irgendwie besser aus als auf der Seite. Hier ist es irgendwie zu krass. Ja, das gefällt mir besser irgendwie insgesamt. Könnt ihr mir mal schreiben, was ihr jetzt schöner findet? So Rosé oder dieses Gelb-Gold hier? Die werde ich auf jeden Fall mal nutzen. Aber schreibt mir mal, wann ihr die auftragt. Vor Puder, nach dem Puder, wie auch immer. So, und dann waren noch einige Lipglosse dabei. Wir haben hier einmal ein Plumping Lipgloss und einmal ein Crystal Wet Lipgloss. Von beiden waren mehrere Farben dabei. Von diesem Wet Look, das probieren wir jetzt, finde ich, mal als erstes aus, gab es echt einige. Wir sehen aus wie Elsa, die Eisprinzessin. Also auf jeden Fall, der Look, dieses Wet Look ist auf jeden Fall erreicht. Ich finde, das sieht auf jeden Fall mega krass aus. Hat einen mega Schimmer auf jeden Fall. Es sieht eins zu eins aus wie in der
Verpackung kann man absolut nicht sagen. Ist übrigens die Farbe Love Stone. Und ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr solche Lipglosse tragt, so mit so einem Schimmer-Holo-Effekt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Also ich normalerweise jetzt nicht so. Fühlt sich übrigens auf den Lippen sehr, sehr, sehr gut an. So, und dann gibt es hier noch eine andere neue Lipgloss-Reihe, die Plumping Nudes. Alle Farben davon sind so schön, aber mir ist hier direkt diese Farbe ins Auge gestochen, und zwar die Farbe She's So Extra. Ich finde, die sieht aus wie so eine perfekte Everyday-Farbe irgendwie. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also erstmal der Applikator gefällt mir auch richtig gut. Passt perfekt irgendwie zu meiner Lippenform. Also wenn ich so als auftrage, habe ich perfekt alles erreicht. Wie schön ist diese Farbe bitte? Gefällt mir echt richtig, richtig gut. Ja, mag ich echt richtig gerne. Ich bin jetzt mal gespannt, ob man jetzt gleich so einen Effekt merkt, dass die Lippen irgendwie so anfangen zu kribbeln. Weil hier steht ja drauf Plumping Nude. Also darüber kann man jetzt streiten, ob man das sieht oder nicht. Ich selber sehe das bei mir selber auch nicht so immer dolle. Aber der Lipgloss an sich gefällt mir schon mega gut. Und wenn man dann vielleicht so einen leichten Plumping-Effekt hat, ist das ja eigentlich schon mal ganz cool. Also mein Fazit ist auf jeden Fall, dass einige Produkte mir sehr gut gefallen, wie zum Beispiel der Lipgloss oder auch die Lidschattenpalette. Der Rest enttäuscht auf jeden Fall jetzt nicht großartig, außer jetzt wirklich diese BB Cream, die wir am Anfang getestet haben. Die fand ich wirklich leider sehr, sehr, sehr schlecht. Also das geht gar nicht, also zumindest für mich nicht. Aber man muss meistens das auch für sich testen, nur ich habe da jetzt irgendwie gar keinen Effekt gesehen. Und dieser Blush hier, ja, geht da auch gar nicht. Also die Farbe finde ich ganz merkwürdig und irgendwie auch ganz unpassend für die meisten Leute wahrscheinlich. Aber ja, das ist jetzt mein Fazit. Wie gesagt, der Look insgesamt sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber ich wollte die Sachen halt gut testen. Und mich würde interessieren, was ihr so zu den Produkten denkt, ob ihr schon irgendwas aus dem neuen Sortiment getestet habt, weil, soweit ich weiß, sind die Sachen ja auch schon den DM-Läden vorhanden. Und übrigens, die ganzen Sachen werde ich zum Teil in meine Verlosungsbox tun, also die ich noch nicht benutzt habe natürlich, weil ich mich freue, wenn ich euch mal was schenken kann. Und die Verlosungen finden meistens dann auf Instagram statt, also folgt mir da super gerne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!